Und weiter geht's mit Digimon Frontier. Was war gut, was war schlecht und was hätte besser sein können? Part 2. Fangen wir mit Bokomon und Nemon an. Charakterlich finde ich die beiden nicht schlecht. Ich meine, Bokomon ist das wandelnde Lexikon und Nemon ist halt einfach für den Humor. Aber ich finde, man hat einfach nicht wirklich viel aus den beiden gemacht. Sie kämpfen niemals, sie digitieren niemals. Ich meine, sie hätten zumindest mal eine Folge haben können, in der sie kämpfen, in der sie digitieren, in der sie zeigen, dass sie cool sein können. Und ja nun, vielleicht auch so eine Rückblicksfolge, wie die beiden sich kennengelernt haben. Denn seien wir mal ehrlich, Bokomon ist schon schlauer als Nemon. Und da muss es ja irgendein besonderes Ereignis geben, das dazu geführt hat, dass die beiden Freunde werden. Ja, dass sie in derselben Stadt leben, das wissen wir, aber vielleicht war das nicht immer so. Und ja, nun, das Ganze mit Nemon und Bokomon ist wirklich nicht gut durchdacht und eindeutig, ja, schlechter, als es hätte sein können. Die zweite Sache, die ich ehrlich gesagt nicht nur schlecht, sondern ziemlich scheiße fand, war die Sache mit Lanamons B-Spirit. Klar, uns wurde gesagt, dass wenn die Kinder das erste Mal den B-Spirit nutzen, dass sie sich nicht unter Kontrolle haben. Wobei das bei den Kindern ja eher so ist, weil sie ja eben menschlich sind und beim B-Spirit kommt ja diese tierische, aggressive Seite zum Vorschein und das ist okay. So, aber als wir Grumblemon haben und der seinen B-Spirit das erste Mal findet, kann er einfach problemlos zu Gigasmon werden und hat sich unter Kontrolle. Er wird wieder Grumblemon und wieder Gigasmon und er hat sich immer noch wunderbar unter Kontrolle und ist auch ein ernstzunehmender Gegner zu Beginn. Was ist mit Lanamon? Ja, sie wird Kalmaramon. Sie hat sich in den ersten paar Minuten wunderbar unter Kontrolle, aber kurz bevor sie Katsumon plättet, hat sie es halt nicht, weil, ja, weil das so gewollt ist, weil Katsumon keine Chance gehabt hätte und die Jungs ja ihren Spirit nicht hatten und deswegen müssen wir uns ja was Lustiges einfallen lassen. Gut, okay, statt dass wir da jetzt vielleicht Nemon und Bokomon in Szene gesetzt hätten oder irgendetwas anderes, ne? Naja. Aber auch als sie das zweite Mal Kalmaramon wird und die Kinder angreift, hat sie sich nicht unter Kontrolle. Und mal im Ernst, das ist nun wirklich lächerlich. Und da hätte man sich einfach was anderes einfallen lassen sollen und eine Begründung gab es dafür irgendwie auch nicht. Eine weitere Sache, die an Frontier definitiv nicht gut ist, ist die Sache mit der doppelten und der Hyper-Spirit-Digitation. Die doppelte Spirit-Digitation macht zwar irgendwo vielleicht Sinn, dass eben Seraphimons Daten in diesem Ei waren und eben an Takuya und Koji weitergingen und sie eine doppelte Spirit-Digitation vollziehen konnten, aber warum musste man das so machen, dass es wirklich nur Takuya und Koji können und die anderen drei nicht? Unabhängig von der Tatsache, dass deren doppelte Spirit-Digitation vielleicht nicht so toll aussieht, aber ja nun, im Anime wäre es trotzdem nett gewesen. Ja, und das Ganze geht dann natürlich noch weiter, denn Ophanimon hat natürlich nur Kraft, um die Scanner von Takuya und Koji zu verändern, weil warum eigentlich von den beiden? Warum nicht von den anderen? Was hat sie dazu bewogen zu sagen, oh, Takuya und Koji sind die Helden und deswegen mache ich das? Ja, und deswegen können auch nur die beiden eben zu Kaiser Greymon und Magna Garurumon digitieren und auch das ist irgendwie ziemlich schlecht. Vielleicht hätte man das ein bisschen besser machen sollen, dass es jetzt nicht gezielt ein Greymon und ein Garurumon ist, dass die anderen vielleicht da mit verschmelzen oder so, dass sie da irgendwie mehr zu sagen haben, denn ja, sind wir ehrlich, so ist es so, zumindest ab der doppelten, spätestens wirklich ab der Hyper-Spirit-Digitation eine reine Show, ja, eine reine Takuya- und Koji-Show und die anderen, ja, die sind halt so ein nettes Beiwerk. Dann ist da auch die Sache mit Koichi. Hier gehe ich jetzt aber nur kurz drauf ein, weil ich finde, das gehört eher zum dritten Part, was man hätte besser machen können, aber ich muss sagen, mich hat es so ein bisschen gestört. Er kommt ja recht spät erst dazu. Okay, das war ja ganz gut gemacht, ne, weil er ja Duskmon war. Aber er ist dann auch der Erste, der halt wieder weg ist. Und ja, das Problem ist natürlich, also das größte Problem, was ihn betrifft, ist ja auch die Sache. Also ich persönlich finde das schon schlecht. Und zwar, es wird halt gesagt, dass man Licht und Finsternis miteinander vereinen muss. Und das wären ja eigentlich Koji und Koichi gewesen. Und ja, Koichi opfert sich ja dann auch und gibt seine Finsternis an Koji weiter und der hat das nicht unter Kontrolle. Und dann kommt Takuya mit Feuer dazwischen und dann funktioniert das. Und irgendwie macht das nicht so wirklich Sinn, weil warum von Licht und Finsternis reden, wenn dann doch Feuer auch dazu kann und wenn es eigentlich scheißegal ist, weil jedes Element dazu kann, weil Susanoomon ja aus allen Elementen besteht und ja, das hat dann irgendwie nicht so ganz viel Sinn ergeben. Dann gibt's da auch eine Sache, die bei den Engel-Digimon schlecht gemacht ist. Ich meine, wir wissen, dass Kerubimon halt etwas falsch verstanden hatte laut Ophanimon und dass es halt der Meinung war, dass Seraphimon sich nur für die Haarhybride einsetzt und dass alle Regeln nur positiv für die Haarhybriden wären und alles andere immer, also das Negative, auf die B-Hybriden kommen würde und Seraphimon sich für diese nicht eingesetzt hat. Aber das Problem ist,
So toll das auch klingen mag und man das vielleicht doch verstehen kann aus Kurobimons Sicht, es wäre doch deutlich besser für den Zuschauer, wenn wir wüssten, was war die Regel oder die Regeln, wo Kurobimon gesagt hat, das klingt für die H-Hybriden positiv und für die B-Hybriden negativ. Ja, das ist halt so diese Sache, das hätte das Ganze doch ein bisschen von der Story her besser gemacht und auch irgendwie die Beweggründe von Kurobimon, wenn wir wirklich gewusst hätten, was dahinter gesteckt hätte. Eine weitere Sache, die nicht wirklich gut gemacht wurde, ist die Sache mit den königlichen Rittern. Ich meine, ich fand es super, dass die Gruppe damals eingeführt wurde und als Charaktere finde ich die beiden in Frontier auch ziemlich gut, aber warum sind die vorher nicht da? Warum werden die vorher nicht erwähnt? Wir wissen, dass Lucemon eingesperrt war. Wir wissen, dass Lucemon die Daten gesammelt hat, um aus diesem Gefängnis herauszukommen. Macht Sinn. Ja, die beiden königlichen Ritter dienen nun Lucemon und da ist jetzt die Frage, warum hat man nicht schon vorher irgendwie mitbekommen, wie Lucemon mit denen geredet hat oder dass die zum Beispiel Kurobimon irgendwelche Befehle gegeben haben? Warum hat man sie nicht schon mal im Schatten oder im Hintergrund gesehen? Warum hat man nicht einfach schon mal den Namen königliche Ritter gehört? Das wäre gut gewesen, aber dadurch, dass die vorher quasi nicht existieren und dann auf einmal da sind, da ist die Frage, wo waren sie vorher und ja, das wirkt dann so ein bisschen Adventure-mäßig mit, wo waren die Meister der Dunkelheit vorher etc. etc. und das ist nicht gut gemacht. Der letzte Punkt auf meiner Liste wäre trotzdem die Sache mit fehlenden Partner-Digimon. Ja klar, man kann Digimon Frontier, so wie es ist, natürlich mögen und auch gut finden. Und es ist auch irgendwo toll, dass sie sich ein bisschen was anderes ausgedacht haben. Aber sind wir ehrlich, es fühlt sich an vielen Stellen einfach nicht richtig wie Digimon an. Es fühlt sich einfach wie so eine Super Sentai-Serie an oder einfach wie irgendeine Monster-Serie, aber nicht wie Digimon. Und wenn man zuvor in den anderen drei Staffeln davor halt Kinder nimmt, die Partner-Digimon haben und die dann eben durch ihre Emotionen und so sich weiterentwickeln und wachsen und dann auf einmal von 0 auf 100 auf Partner-Digimon verzichtet, dann, ja, ist das schon irgendwie ziemlich schlecht, ehrlich gesagt. Und ja, so meiner Meinung wäre es vielleicht nicht verkehrt gewesen, wenn man es gemacht hätte, dass die doch einen Partner haben. Der Partner hätte mit dem B-Spirit digitieren können, das Kind hätte mit dem H-Spirit digitieren können, dann hätten beide ja zusammen kämpfen können und ja, eben die doppelte Spirit-Digitation, dann wären halt beide eben zusammen digitiert und vereint. Wie man es dann mit der Hyper gemacht hätte, das weiß ich nicht, vielleicht hätte man darauf auch verzichtet, aber ich denke, so mit Partner wäre Frontier nochmal eine Ecke besser geworden und so ganz ohne funktioniert es halt irgendwie doch nicht. Es macht jetzt Frontier nicht besonders schlecht, aber ich weiß, dass es für sehr viele, für mich unter anderem auch, schon ein ziemlicher Negativpunkt ist. So, das war's dann wieder von mir. Was gibt es denn für Sachen in Digimon Frontier, die euch nicht so gefallen haben und die ihr schlecht findet? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.